Ja, einen schönen guten Tag von meiner Seite. Für all diejenigen, die am Sonntag nicht zu unserer Pressekonferenz kommen konnten, möchte ich noch mal Revue passieren lassen. Am Wochenende hat der Parteivorstand getagt und das war ein sehr gutes Wochenende für die Linke. Wir haben zunächst die Wahlstrategie in einer breiten Zustimmung verabschiedet. Wir haben deutlich gemacht in dieser Strategie, wir streben für die Bundestagswahlen 2017 ein zweistelliges Ergebnis an. Wir sagen sehr klar, nur eine Stimme für die Linke ist verlässlich, eine Stimme gegen Merkel und Seehofer. Wir führen einen eigenständigen Wahlkampf, aber machen Druck für einen wirklichen Politikwechsel, damit sich die Situation der Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen deutlich verbessert. Und unsere Wahlstrategie geht davon aus, dass es in dieser Bevölkerung viel Wut, viel Empörung gibt und das zu Recht. Denn es gibt wachsende Existenz- und Abstiegsängste und Verunsicherungen. Daran wollen wir anknüpfen und sagen, zudem die gute Nachricht ist, das muss nicht so bleiben. Es gibt sozusagen Hoffnung auf eine wirkliche Alternative und deswegen anknüpfen bei der Wut. Über die Hoffnung wollen wir zur gemeinsamen Aktion kommen. Wir werden als Linke in den Wahlkampf ziehen als die verlässliche soziale Kraft und die Stimme für den Frieden, aber eben auch ganz klar als Bollwerk gegen Rassismus und Rechtspopulismus. Und wir wollen das Verbindende zwischen den verschiedenen Milieus und Gruppen in den Mittelpunkt stellen. Also in der Gesellschaft ist es ja oft üblich, dass Menschen mit geringeren Einkommen oder Erwerbslose gegeneinander ausgespielt werden. Wir wollen das Gemeinsame von Erwerbslosen, Alleinerziehenden, Beschäftigten im Dienstleistungsbereich, aber auch woanders, sowie der jungen, urbanen Milieus in den Mittelpunkt stellen. Danach hatten wir eine Debatte zum ersten Wahlprogrammentwurf und in diesem Wahlprogrammentwurf werden viele sehr konkrete Alternativen besprochen. Über den Ganzen steht eine andere Vorstellung von Gesellschaft. Wir streiten für ein anderes Land, ein Land, in dem alle Menschen frei von Armut sind. Das heißt, niemand unter 1050 Euro im Monat fallen muss. Die Menschen mit mittleren Einkommen deutlich besser gestellt werden in der Rente, in der Steuer, aber auch durch die Stärkung des Öffentlichen. Und um das zu ermöglichen, muss man den oberen 10% deutlich mehr in die Tasche greifen. Wir streiten also für ein anderes Land und natürlich auch für einen Einstieg in eine friedliche Außenpolitik. Wir haben uns im Programm zudem auch klar damit auseinandergesetzt, dass wir einstehen für eine solidarische Einwanderungsgesellschaft. Sowohl die Wahlstrategie wie das Wahlprogramm sind die Grundlage für die Arbeit des Spitzenteams und damit komme ich zu den personellen Weichen, die auch an diesem Wochenende gestellt wurden. Wir haben uns entschieden, wer unsere Spitzenkandidaten sind und wir haben klargemacht, den Bundestagswahlkampf führt ein Spitzenteam und dieses Team besteht aus den beiden Parteivorsitzenden sowie den beiden Spitzenkandidaten Sarah und Dietmar und es wird unterstützt durch unseren Bundeswahlkampfleiter Matthias Höhn. Man könnte das auch als eine Art 2+2-Lösung bezeichnen. Klar ist, dass die Entscheidung zum Wahlprogramm und die politischen Entscheidungen nach den Wahlen, das heißt eben auch die Frage, ob und wie wir in Sondierungsgespräche gehen, in enger Absprache geführt werden, aber bei der Partei und ihren Vorsitzenden liegen. Das Spitzenteam macht uns gemeinsam stark. Und insofern würde ich sagen, mit all diesen inhaltlichen und strategischen Entscheidungen und der personellen Entscheidung kann ich sagen, ist die Linke gut aufgestellt für einen erfolgreichen Wahlkampf. Und das tut auch Not und da möchte ich noch mal etwas grundsätzlicher werden. Es gibt in der Gesellschaft, nicht nur hierzulande, sondern in ganz Europa, einen Rechtspopulismus, von dem man oft den Eindruck hat, der ist im Aufwind. Dann gibt es ein etwas irritiertes Lager des neoliberalen Weiter-Sos. Und was jetzt Not tut, ist deutlich zu machen. Das bereits sich neu findende Lager der Solidarität, das muss gestärkt werden und das ist die wirkliche Alternative. Und wir als Linke sind Teil dieses Lagers der Solidarität und wir sind auch der Motor darin. Zu den Entscheidungen Italien und Österreich. Gab also mehrere wichtige Entscheidungen an diesem Wochenende. Der italienische Ministerpräsident Renzi wollte mit diesem Referendum den weiteren Abbau der Demokratie ermöglichen, auch um seinen neoliberalen Kurs durchzusetzen. Die Mehrheit der Italiener hat diesem Versuch eine klare Absage erteilt. Und ich sage auch ganz klar, das Nein der Italiener ist auch ein Nein zu Merkels besten Freund in Italien und damit zum neoliberalen Krisenregime. Das Nein der Italienerinnen und Italiener ist auch ein Sie, ein Ja zur Beibehaltung des Zweikammersystems und zur Beibehaltung der Verfassung. Und dazu muss man sagen, dass die italienische Verfassung als Dokument entstand unter den Eindrücken des Zweiten Weltkrieges und zu den sehr fortschrittlichen, ein sehr fortschrittliches Dokument ist.
Es freut mich, dass die Mehrheit in Italien der Angstmacher auch durch Renzi im Vorfeld des Referendums widerstanden hat. Es gehört natürlich auch zu dem Ärgerlichen und Widersprüchlichen unserer aktuellen Situation in Europa, dass leider dieses positive Votum auch die rechtspopulistische Fünf-Sterne-Bewegung jetzt vor allen Dingen für sich als Gewinn verkauft. Zu Österreich. In Österreich bleibt uns ein Rechtspopulist als Bundespräsident erspart. Das ist eine gute Nachricht. Dass dies gelang, ist auch der Erfolg einer breiten zivilgesellschaftlichen Mobilisierung. Viele soziale, antirassistische, demokratische Initiativen haben bis zuletzt mobilisiert, um alle dazu zu bringen, wirklich hier diesmal zur Wahl zu gehen. Die Niederlage des Rechtspopulisten Hofer ist wahrlich ein Grund zur Freude, aber es ist auch kein Grund zur Entwarnung. Denn allein die Tatsache, dass es so knapp wurde, sollte uns zu denken geben. Denn die wesentlichen Ursachen für den Rechtspopulismus in Europa sind überhaupt noch nicht in Angriff genommen worden. Und wenn wir das ernst meinen und uns jetzt nicht einfach zurücklehnen wollen mit dem Kampf gegen Rechtspopulismus, dann müssen wir eine Politik stoppen, die vor allen Dingen auf Entsolidarisierung und auf Konkurrenzdruck setzt und die Abstiegsängste schürt. Insofern finde ich, dass auch mit Blick auf dieses Ergebnis die sozialen Fragen ganz dringend auf den Tisch gehören. Und abschließend zu den geplanten Massenabschiebungen nach Afghanistan. Die Bundesregierung schreckt vor Abschiebungen nach Afghanistan nicht zurück. Sie plant Massenabschiebungen. Voraussichtlich im Dezember ist auch eine größere Massenabschiebung in dieses vom Bürgerkrieg zerrissene Land geplant. Die Bundesregierung hat inzwischen 12.500 Afghaninnen und Afghanen als sogenannte ausreisepflichtige Person eingestuft. Wir schließen uns ganz dem Urteil von Pro Asyl und anderen Menschenrechtsorganisationen an, die sagen, die Sicherheitslage in diesem Land ist katastrophal. Seit das Taliban-Regime gestürzt wurde, hat der Krieg in Afghanistan rund 68.000 Tote gefordert. Ein Drittel des Landes wird inzwischen wieder von den Taliban beherrscht und dort stehen Hinrichtungen und Auspeitschungen, Exekutionen immer wieder an. Erst am Freitag wurde ein Student öffentlich gehängt. Das ist also die Lage in Afghanistan und das im November 2016. Wir als Linke sagen ganz klar, Afghanistan ist alles andere als ein sicheres Herkunftsland. Wir fordern die Bundesregierung auf, Abstand zu nehmen von diesen von Abschiebungen nach Afghanistan. Wer Menschen nach Afghanistan abschiebt, der befördert Menschen in die große Gefahr von Tod oder zumindest in die Gefahr für ihre Gesundheit und Leben. Vielen Dank.